Denken wie ein Computer. Diese Fähigkeit wird häufig als mögliche vierte Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts nach Lesen, Schreiben und Rechnen ins Spiel gebracht. Computational Thinking als Begriff bezeichnet und verbindet so ziemlich alle Fähigkeiten und Denkweisen, die ein Informatiker oder eine Informatikerin beherrschen sollte. Beim Computational Thinking steht der Problemlöseprozess im Vordergrund. In diesem Video möchten wir vier wichtige Vorgehensweisen beim Lösen von Problemen genauer besprechen. Erstens, Dekomposition. Jedes komplexe Problem lässt sich in kleinere Teilprobleme zerlegen, die einfacher zu bewältigen sind. Ein Beispiel: Du möchtest eine Katzenparty organisieren. Die Planung teilst du auf, etwa in die Bereiche Gäste, Einkauf und Location. Die Bereiche kannst du dann weiter unterteilen. Das hilft dir, die einzelnen Bereiche besser zu überblicken und zu managen. Zweitens, Mustererkennung. Wie der Name schon sagt, kann es beim Lösen von Problemen hilfreich sein, bestimmte Muster, also Ähnlichkeiten und Trends, zu identifizieren. Es gilt, die Frage zu stellen, was haben verschiedene Probleme gemeinsam? Eine Katzenparty ist auch nur eine Party. Da du bestimmt schon einige Partys veranstaltet hast, kannst du in diesem Fall auf dein Wissen zurückgreifen und auf die neue Situation anwenden. Drittens, Abstraktion. Der Fokus soll auf die wesentlichen Dinge, die zur Lösung des Problems beitragen, gerichtet sein. Es gilt, unwichtige Details auszublenden und die relevantesten Informationen zu extrahieren, um eine allgemeine Lösung zu finden. Bleiben wir beim Beispiel der Katzen. Um das Aussehen einer Katze zu beschreiben, musst du dich auf die allgemeinen Charakteristika von Katzen konzentrieren. Dabei ist es unwichtig, wie das Miau einer Katze klingt oder wie sie genannt wird. Zudem musst du für eine allgemeine Beschreibung nicht wissen, wie der Schweif genau aussieht. Nur so viel, dass Katzen einen haben. Viertens, algorithmisches Design. Wenn das Problem oder Teilproblem verstanden wurde, dann braucht es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder kurz Algorithmus zur Lösung des Problems. Du hast jetzt eine gute Vorstellung davon, wie Katzen aussehen. Im nächsten Schritt möchtest du eine Anleitung schreiben, wie eine andere Person eine Katze zeichnen kann. Die Anweisungen müssen präzise sein und es ist wichtig, dass keine Merkmale vergessen werden. Ich versuche es einmal. Male zuerst einen runden Kopf mit zwei spitzen Ohren, dann eine dreieckige Nase in die Mitte und ein gedrehtes D als Mund. Diese Art von Anleitung ist ein Algorithmus und ist eine Vorstufe zum Programmieren. Also, wie wir dem Computer sagen, was er tun soll. Hier noch einmal alle vier Vorgehensweisen zusammengefasst. Dekomposition, Mustererkennung, Abstraktion und algorithmisches Design. Diese Skills sind nicht unbedingt auf die digitale Welt beschränkt, sondern helfen dir auch im alltäglichen Leben oder bei anderen Aufgaben weiter. Computational Thinking stellt eine universell einsetzbare Haltung und Fähigkeit dar, die alle lernen und nutzen sollten, nicht nur Informatiker und Informatikerinnen.